Willkommen, willkommen. Mein Name ist Balasch und ihr schaut hier Tech-Video mit mal wieder vielen Bluetooth-Technikprodukten hier, die man kaufen kann aktuell. Und die Preise werden immer besser von zum Beispiel True Wireless In-Ear-Kopfhörern, wie wir sie auch jetzt von Sony mittlerweile kaufen können seit der IFA 2017, also schon langsam ein halbes Jahr her. Und deswegen zu einem ziemlich guten Preis von ca. 150 Euro könnt ihr hier dieses Produkt kaufen. Ich habe jetzt schon ein paar ausprobiert von Motorola und von Apple bei Freunden. Dazu habe ich noch kein Video gemacht. Die waren jetzt hier die ersten von Sony, die ich mal wirklich längere Zeit ausprobieren konnte, und ich bin leider etwas enttäuscht. Das ist ja eigentlich ein großer Trend mit Bluetooth-Kopfhörern, die keine Kabel mehr haben. Wir haben sie schon seit mehreren Jahren eigentlich auf dem Markt, diese Standard-Kopfhörer, die dann entsprechend noch so ein kleines Kabel dran haben. Eine Fernbedienung zum Beispiel hier, die Reflect Mini 2 von JBL sind auch relativ neue. Die stelle ich euch auch nochmal in dem Video später kurz vor. Aber jetzt haben wir die kabellose Lösung, die ziemlich cool ausschaut. Außer ihr kauft die von Apple mit dem Oral-B-Stil sozusagen, aber die haben die beste Laufzeit von Apple und die sind auch ziemlich zuverlässig. Wobei, bei Sony habe ich super Sound hinbekommen, Active Noise Cancelling, das hat Apple gar nicht drin, und auch ein richtig schönes Design, wenn ihr mich fragt und wenn ihr es auch gleich dann auch selber anschaut hier bei mir auf dem Kanal. In ein paar Minuten seht ihr sie auch in meinem Ohr. Und Sony bietet zu nur 149 Euro aktuell auf Amazon oder vielleicht sogar mittlerweile günstiger, doch eigentlich ziemlich eine schicke Lösung und auch in anderen Farben. Ich habe jetzt hier die in Schwarz bekommen, die WF1000X heißen die. Es gibt auch schönere Namen dafür, aber wie ihr auch eher ablesen könnt, es gibt ziemlich coole technische Daten wie Noise Cancelling, habe ich gerade schon erwähnt, Edge Sense und dann noch ein paar schöne Sachen wie bis zu 3 Stunden Laufzeit, extra Laufzeit mit der Hülle. Dann natürlich ist ein Kabel mit dabei und ihr könnt auch Telefonate annehmen, denn wir haben auch ein Mikrofon integriert und hier steht HD Voice mit Hands-Free Calling. Und dazu habe ich jetzt gleich ein paar Erfahrungsberichte, weil ich habe das Ding eine Woche getragen, beim Fahrradfahren, im Flugzeug, in der Bahn. Und ich bin auf der einen Seite erstaunt, wie wirklich gut der Sound ist und wie einfach die Bedienung und schnell zu erlernen ist. Auf der anderen Seite enttäuscht mich die Laufzeit, die Qualität, gerade von der Freisprecheinrichtung, die hier Sony realisiert hat, und außerdem nicht nur die Ladezeit, sondern auch der Lademechanismus ist nicht ideal, denn manchmal hat es bei mir mit der Dock nicht so ganz geklappt. Also ich packe sie mal ganz kurz nochmal für euch aus, damit ihr seht, was ihr bekommt. Also wir lassen uns kurz hier rausgleiten, diese schöne, schicke, silberne Box, die dann gleich die Kopfhörer als erstes hier oben beinhaltet. Da sind sie auch schon, die WF1000X. Hier ist die Ladeschale und dann haben wir hier in ihr so Schaumstoff, in ihr, die ich nie benutzt habe, wollte ich auch nicht benutzen, denn eigentlich die Größe, die hier Sony mit dazugelegt hat, wenn ihr sie hier anschaut, waren für mich die bequemsten sogar. Und wir haben hier noch dieses kleine Segel hier mal mit dabei, damit sie auch nicht aus dem Ohr rausfallen, wenn wir laufen gehen. Ich war mit ihr noch einmal laufen und auch im Fitnessstudio und dazu gibt es dann auch gleich meinen Erfahrungsbericht. Zuerst schauen wir uns aber noch an, was außerdem noch in der Verpackung so alles drin ist, wie zum Beispiel ein Kabel, was ich hier verabschieden will, Micro-USB-Kabel zum Laden. Hätte schon Type-C sein können, aber vielleicht dann dieses Jahr beim Nachfolger. Dann haben wir weitere so In-Ears aus Gummi. Und noch ein weiteres Paar an Segeln. Ich glaube, die sind sogar gleich groß, aber ich glaube, da geht es nur darum, falls wir die ersten verlieren sollten. Und dann ein Batzen, natürlich Lesematerial, wie immer bei Sony, aber das brauchen wir ja nicht. Gut, dann haben wir hier die Dock. Zu der Dock zuerst einmal, wir haben NFC in der Dock integriert, also ihr könnt ihr das Smartphone einfach nehmen, hier dran halten und schon seid ihr verbunden, außer ihr seid bei Apple. Bei Apple müsst ihr hier einfach, wenn ihr zum ersten Mal die Kopfhörer aus der Dock rausnehmt, seid ihr automatisch im Pairing-Modus und findet sie dann im Bluetooth-Menü. Hier unten steht nochmal drauf, dass wir pro Seite 120 mA bei 5 Volt als Stromausgabe haben. Die Dock selber hat, glaube ich, um die 500 intern oder 600. Auf jeden Fall könnt ihr die Kopfhörer zweimal komplett aufladen, nochmal, nachdem sie schon mal komplett aufgeladen sind. Also insgesamt dreimal. 3 Stunden sind, glaube ich, möglich, wobei ich nur auf 1,5 bis 2 Stunden Laufzeit gekommen bin, weil ich habe meistens entweder 100% Lautstärke gehört oder um die 70-80, weil 100% Lautstärke ist überhaupt nicht so laut leider bei diesem Sony WF1000X. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass nicht genug Spannung in den Kopfhörern drin ist oder dass das Noise Cancelling so gut ist, dass dann auch Dezibelleistung verloren geht. Aber hier seht ihr nochmal Micro-USB Ladeanschluss und dann hier das kleine LED. Was mir am besten gefällt an der Dock ist, sie ist komplett aus Metall und der Mechanismus zum Aufmachen, hoch und nach hinten klappen, ist wunderschön, extrem stabil und ich glaube, das wird hier nie abbrechen. Und drin sieht sie auch, wenn ihr mich fragt, super aus.
Leider kommt dann als nächstes Manko dazu, dass ich beim allerersten Mal nicht wirklich gerafft habe, wie ich mich verbinden kann, weil ich habe sie nicht richtig reingesteckt in die Dock zum Laden und dadurch hat der Mechanismus nicht funktioniert, dass wenn ich sie rausnehme, dass sie automatisch angehen. Denn die Kopfhörer realisieren, wenn sie nicht geladen werden, also wenn sie hier drin stecken, müssen sie zuerst hier auf der Seite einrasten. So. Also hier gibt es so einen ganz kleinen Plastikmechanismus, den zeige ich mal auf der anderen Seite auch nochmal. Also nehmt die Kopfhörer, steckt sie rein und noch, wie ihr sehen könnt, sind sie ziemlich locker drin. Ihr müsst tatsächlich ein bisschen drücken, damit sie an der Seite dann kurz Klick macht und sie dann noch drin bleiben. Und sie dürfen nicht so leicht rausspringen, sondern genau, müssen so drin sein. Dann macht das Ganze zu und sie werden geladen. Dazu gibt es auch eine LED hier intern, die das Ganze beleuchten würde. Bei mir ist die Dock gerade aber leer, deswegen leuchtet es nicht. Aber hier wird es dann rot leuchten und es hört auf rot zu leuchten, wenn sie voll sind. Dann nehmt ihr sie raus. Ihr steht hier immer schön dran links und rechts oder left and right. Je nachdem, ist ja auf Deutsch und Englisch zum Glück gleich. Also hier einmal links nehmen, ins Ohr rein und so, dass die durchsichtige Seite nach vorne zeigt mit der Antenne entsprechend. Auf der anderen Seite genauso. Nehmen. Drehen und so sind sie dann richtig und schon, auch ohne dass sie an sind, jetzt müssten sie natürlich automatisch angehen, haben wir super Geräuschabschirmung drin, aber ich könnte es jetzt anmachen und dann hätte ich nochmal Noise Cancelling oben drauf, wenn ich das anschalte. Dadurch geht dann natürlich von den 3 Stunden etwas flöten. Wie gesagt, ich habe 1,5 Stunden ungefähr hinbekommen, weil ich Noise Cancelling immer an hatte. Aber bis zu 3 Stunden sind laut Sony möglich, wenn ihr nicht bei maximaler Lautstärke Musik hört. So, ich zeige es euch aber nochmal aus der Nähe, denn wir haben hier auf der linken Seite einmal den Knopf zum Anschalten, hier, falls er doch mal nicht angehen sollte. Da steht auch nochmal Left drauf, drauf. Und auf der anderen Seite habt ihr genau den gleichen Knopf, nur ohne Beschriftung, denn hier könnt ihr Anrufe annehmen, auflegen, mit einmal drücken Play und Pause aktivieren oder mit zweimal drücken auf den nächsten Song gehen oder den letzten Anruf betätigen, je nachdem wie euer Android Handy oder iOS-Handy programmiert ist. Hier nochmal das Sony-Logo schön aus der Nähe, beziehungsweise ich stecke sie nochmal in mein Ohr rein. Und dann sieht das Ganze so aus, wenn ihr sie trägt. Man gewöhnt sich relativ schnell dran, wie rum sie reinkommen und ich finde, sie schauen auch gar nicht so wild aus. Kleinen Trick, den ich auch gelernt habe von anderen Usern von so In-Ear-Kopfhörern ist, falls die Kopfhörer mal leer sein sollten und ihr trotzdem Noise Cancelling benutzen wollt und noch stärkeres Noise Cancelling im Flugzeug, könnt ihr dann die Around Ears nochmal oben draufsetzen und schon habt ihr nochmal mehr Geräuschdämpfung, auch ohne dass sie an sein müssen. Das ist eigentlich immer ganz cool, wenn man im Flieger sitzt und keinen Akku mehr hat für sowas und vielleicht der Akku-Pack auch schon leer ist auf einem 10-Stunden Flug, denn das könnt ihr mit sowas natürlich nicht überbrücken. Aber was ihr machen könnt, ist die Kopfhörer für 5 Minuten reinsetzen und schon habt ihr eine halbe Stunde länger Laufzeit, was ziemlich, ziemlich cool ist. Also ihr müsst nicht allzu lange warten, dass sie geladen werden, denn sie haben ja nicht allzu großen Akku hier drin, deswegen halten sie auch nicht allzu lange. Aber ich muss sagen, sie haben Spaß gemacht, bis auf, jetzt kommt mein Erfahrungserlebnis, ich bin von hier mit dem Fahrrad zum Fitnessstudio gefahren, hat ungefähr 15 Minuten gedauert, habe Musik gehört im Fitnessstudio, dann eine Stunde mein Workout gemacht, 1 Stunde 10 und dann bin ich duschen gegangen. Beim Duschen könntet ihr sie rein theoretisch anlassen, sie sind spritzwasserfest, rate ich natürlich nicht, denn wenn ein bisschen Wasser reingeht, dann ist der Sound eh nicht mehr so geil. Genau, also ungefähr 1 Stunde 30, 40 Minuten habe ich Musik gehört und dann auf dem Rückweg wollte ich natürlich wieder auf dem Fahrrad Musik hören. Solltet ihr, glaube ich, sogar eigentlich gar nicht, aber habe ich dann auf jeden Fall probiert und nach 5 Minuten auf dem Fahrrad kam schon Battery Low und sie sind ausgegangen. Also ich habe 1 Stunde 45 geschafft, was ein bisschen wenig ist. Also ich glaube, die Kopfhörer sind ideal dafür, wenn ihr sie einfach immer in eurem Sportbag oder im Rucksack drin habt und falls ihr die großen Kopfhörer mal nicht mitnehmen wollt oder falls ihr einfach Hands-Free arbeiten wollt, zum Beispiel im Fitnessstudio, dann nur dort anziehen, wo ihr sie benutzen wollt und dann wieder reintun für das nächste Mal und einmal oder zweimal die Woche dann laden, je nachdem, wie oft ihr beim Sport unterwegs seid. Aber für längere Marathonläufe oder so sind sie auf jeden Fall, denke ich, nicht gedacht. So, mein zweites Erfahrungserlebnis ist Hands-Free Calling. Auf dem Fahrrad geht gar nicht, denn wenn schon nur ein bisschen Gegenwind kommt, hört die andere Person einen überhaupt nicht. Das zweite, wenn ich dann stehen bleibe, dann geht's. Oder wenn ich langsam spazieren gehe, ist auch die Soundqualität okay. Aber man hört nur auf einer Seite die Person.
Also es ist immer nur auf einer Seite der Ton von der Person, mit der man telefoniert, also wie man, wenn man telefonieren würde, nicht auf beiden Seiten. Es gibt manche True Wireless-Kopfhörer, die können auf beiden Seiten gleichzeitig dann entsprechend den Anrufer durchstellen. Hier bei Sony leider nur eine Seite. Und ich finde die Ladeschale ein bisschen zu groß. Sie muss so groß sein, aber ich finde sie ein bisschen zu groß, um sie neben dem Handy in der Hosentasche zu haben, weil in der Breite geht das nicht. Auf dem Handy will man das nicht unbedingt haben, weil dann kratzt das auf dem Display oder auf der Rückseite von dem Handy und es wird ziemlich dick in der Hosentasche. Ich kann es mal kurz zeigen. Also hier, Sommerhosentasche, schaut genau nicht raus. Das Handy würde hier so ungefähr daneben passen, aber es ist zu breit. Ein 6 Zoll LG V30. Mittlerweile sind ja alle Handys ungefähr genauso groß. Wenn ich es davor dann tue, was ihr sehen könnt, schon ein bisschen anstrengend ist, dann ist es einfach ein dickes Stück Hardware hier in meiner Hosentasche. Und neben dem Portemonnaie findet es vielleicht Platz, aber nur wenn ihr ein ganz kleines Portemonnaie habt. Also es ist ein bisschen bulky, für einen Rucksack ist es okay, aber dafür, dass man die Kopfhörer dann immer dabei hat und man eigentlich die Ladeschale für immer mit dazu nehmen sollte, weil so will man es natürlich nicht in der Hosentasche haben, weil an dem Gummi bleibt natürlich ein bisschen Fussel oder so hängen, ist natürlich auch nicht ganz bequem. Und ja, also wie ihr hört, ich habe genauso viele positive wie negative Seiten zu dem Sony, aber wie gesagt, zu dem Preis kann man nicht viel falsch machen, finde ich. Ihr könnt es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie gesagt, es gibt noch andere Farben und ich werde bestimmt noch ein paar True Wireless Kopfhörer testen und vor allem bin ich gespannt, wenn es dann wirklich auch in die Richtung von Apple geht, wo wir 4-5 Stunden haben mit einer Ladung. Damit ist es, glaube ich, wirklich spannend auch für Android-Nutzer. Mein Name ist Balaschka, das waren hier die Sony WF-1000X. True Wireless Kopfhörer im Test, Erfahrungsbericht, wie ihr es auch gerne möchtet. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balasch und tschüss.